Name ist Wolf Huss und zusammen mit mir befindet sich Hansi Küpper in der Kommentatorenbox. Das Spiel ist angepfiffen. Jerome Boateng. Und er haut das Ding vor. Mkhitaryan. Echt, das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Stark geholt. Starke Ballkontrolle. Und er zieht ab. Der Pass wohl temperiert. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch, nur der Abschluss, der stimmt nicht. Nuri Sahin. Lewandowski. Marcel Schmelzer. Müller. Das dürfte Einwurf geben. Nuri Sahin. Er zieht aufs Tor. Und er haut ihn hinten raus. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann. Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon in... Er trifft! So, das Ergebnis öffnet seine Tore. So einstudiert, so umgesetzt. Ein perfekter Treffer. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Das ist die frühe Führung. Mandzukic. Schwacher Ball, leicht abgefangen. An der Eckfahne. Nuri Sahin spielt das Ding lang. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Nee, der Ball ist weg. Robben. Lahm auf dem Weg in Richtung 16er. Runtergepflückt. Mats Hummels. Und weg ist der Ball. Durch die Abwehr. Das war knapp, aber er stand tatsächlich dahinter. Mario Götze. Hier ist Sackgasse. Das kann interessant werden. Müller. Lahm.
Und da ist halt einfach mal keiner. Mandzukic. Jetzt könnte er flanken. Den holt er sich. Optionen gab es da genug. Nur die Hereingabe war nicht gerade das Gelbe vom Ei. Nee, so nicht. Jérôme Boateng kickt die Kugel nach vorne. Mkhitaryan. Oder ist der Ballverlust? Mario Götze. Lahm. Robben. Das Tackling wurde als unfair bewertet. Freistoß. Gut abgefangen. Reus. Und er klaut ihm das Leder. Jetzt hat er die Chance. Einwurf. Stark gemacht. Der Konter läuft. Mario Götze. Lahm. Langer Pass nach vorne. Das kann man besser lösen. Fahne ist oben, abseits von Ribéry. Mario Götze. Mandzukic. Lahm. Müller. Aus der Aktion wird nichts. Da treibt er den Ball weit vor. Starke Defensivaktion. Da ist die Chance zu flanken. Und er probiert's. Ja, guter Versuch. Aber das war's mit der ersten Hälfte. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Der Start in die zweite Hälfte. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Und abgefangen. Sie beherrschen momentan das Spiel, aber sie kommen nicht vor das Tor. Oh, der Gegner hat ihn. Das haben sie einstudiert, das sieht man. Und sie machen das sehr gut, aber sie gehen natürlich auch ein großes Risiko. Lewandowski. Gutes Defensivverhalten. Mario Götze hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Lewandowski. Ah, da muss der Ball besser kommen. Robben schießt.
Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Und aufs Tor. Nachschuss. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Ribéry steht gut und ist zur Stelle. Ribéry. Nee, der Ball ist weg. Ein Schuss aufs Tor. Exzellent gehalten. Wunderschönes Dribbling. Der Ball und er verschmelzen zu einer Einheit. Aber er nutzt diese Chance nicht. Die erste Ecke kommt von Kopfball. Eiskalt verwandelt. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Hat die Situation erkannt, wusste genau, wenn dieser Ball durch die Abwehr geht, dann schlägt er auch ein, weil der Torwart nichts sieht. Und damit steht's 2:0. Sie haben die Führung ausgebaut und wir stellen uns natürlich alle hier im Stadion die Frage, ist das schon die Entscheidung oder kann der Gegner nochmal zurückkommen? Oh, der Gegner hat ihn. Versucht die Gasse zu finden. Das haben sie riskant gespielt, aber es ist gut gegangen. Er stand tatsächlich soeben im Abseits. Das ist immer wieder eine Zentimeterfrage. Diesmal wurde sie gegen ihn entschieden, beim nächsten Mal vielleicht gegen die Verteidiger. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Lewandowski. Robben haut den Ball vor. Da verliert er das Leder. Nuri Sahi. Marcel Schmelzer. Lewandowski. Gut abgefangen. Müller. Lahm. Und der Rückpass ins Zentrum. Mario Götze. Weiter geht's mit einem Einwurf. Dann sehen wir also gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktion an der Seitenlinie richtig interpretiere. Keine Tore bisher in dieser Partie. Jetzt der erste Wechsel. Mal sehen, ob das für eine Belebung dieses Spiels sorgt. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Chance zu flanken. Gefahr fürs Tor. Zu schwacher Schuss. Erst macht er alles richtig. Er erarbeitet sich diese Chance. Und dann vergibt er sie fahrlässig hochziehen. Hier ist Sackgasse. Mario Götze. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Nee, so nicht. Oh, jetzt zieht er auf. Ein guter Lauf. Er schießt aufs Tor. Und jetzt versucht er es. Am Tor vorbei. Sie nutzen ihre Möglichkeit nicht. Sie bekommen die zweite Chance und sie nutzen auch diese nicht.
da muss der Ball besser kommen. Mario Götze. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Nuri Sahin. Jetzt vielleicht die Chance. Das kann interessant werden. Er nimmt den weiten Weg. Und er schießt. Jetzt aber. Und einfach weit weg. Und abgefangen. Ein langer Ball nach vorn. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Aus der Aktion wird nichts. Und da ist der Ballverlust. Und jetzt schießt er. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Der Ball ist über die Linie und das geht rein. Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Steht auf jeden Fall ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Und der Torhüter hat ihn. Das könnte die letzte Chance sein für Bayern München. Da ist er draußen. Lässt es ruhig angehen. Und da ist der Schlusspfiff. Ein absolut verdienter Erfolg heute. Sie haben über die volle Spieldauer eine absolut dominante Vorstellung geboten. Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Es war ein Vergnügen zuzuschauen. Es bot alles. Aufregung, Spannung und Spielfreude.